Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Casuality spielt EVE Online. Und wie man vielleicht schon erahnen kann, anhand dieses Panoramabilds und natürlich auch anhand des Videotitels, heute geht es um Sightseeing-Hintergrundgeschichte, also den Lore von EVE Online. Und diesen Planeten hier, bei dem meine Astero hier so malerisch schwebt, den kann man natürlich nur anhand der Grafik nicht erkennen. Auch nicht wissen, um welchen Planeten es sich handelt. Aber hier ist der Auftakt von meiner Geschichte. Und zwar handelt es sich bei diesem Planeten um den Planeten New Caldari Prime. Und vermutlich hat sich der ein oder andere noch nie, aber der ein oder andere vielleicht doch schon mal die Frage gestellt, warum heißt das Ding eigentlich New Caldari Prime? Was ja nahelegen würde, dass es vielleicht auch ein altes Caldari Prime, eins davor, mal gegeben haben könnte. Und genau deshalb begebe ich mich jetzt auf die Reise und werde auf dem Weg dorthin die Geschichte hinter dieser Namensgebung mal ein wenig beleuchten. Und zwar muss man dazu schon eine ganze Weile zurückgehen, und nämlich in die Zeit, als die großen Imperien gerade erst gegründet wurden, als die Menschheit den Warp-Antrieb und den interstellaren Reiseverkehr mit Hilfe der Stargates überhaupt erst wieder entdeckte. Und das knüpft dann thematisch so ein bisschen an die Geschichte des EVE-Gates an. Nachdem das ja zusammengebrochen war, sind bis auf die Jovianer ja eigentlich alle Kolonien, die es hier in New Eden gab, so ein bisschen in die Steinzeit oder ich sag mal ins Mittelalter zurückgefallen. Da der Nachschub von der Erde aus der Heimat ausblieb. Und es dauerte ja Hunderte oder Jahrtausende, ich weiß jetzt auswendig nicht genau, bis sich die Menschheit wieder erholte, in den Weltraum aufbrach, später dann in ihren jeweiligen Systemen die Reste der Sprungtore entdeckte und anhand derer diese Technik sozusagen durch Reverse Engineering wieder für sich nutzbar machte. Dabei waren nicht alle gleich schnell. Die Amar zum Beispiel waren praktisch mit die schnellsten oder waren die schnellsten. Aber am zweitschnellsten, wenn ich es jetzt mal so einordnen darf, waren die Galente. Und die brachen dann irgendwann auch in den Weltraum wieder auf und staunten nicht schlecht, als sie feststellten, dass sie nicht das einzige intelligente Leben waren, gut, das wusste man, aber sogar in ihrem eigentlichen System nicht die einzigen waren. Und zwar, das werden wir jetzt dann gleich mal genau gucken, sobald wir im Zielsystem angekommen sind, bewohnten die Galente den inneren Planeten des Luminär-Systems in der bewohnbaren Zone. Und auf dem direkten Nachbarplaneten, weiter von der Sonne entfernt, lebte ein Volk, das sich selbst die Caldari nannte. Und dementsprechend lagen also, wenn man jetzt mal so die heutigen Bezeichnungen verwenden will, Galente Prime und Caldari Prime im gleichen System. Die Caldari, die auf dem unwirtlicheren der beiden bewohnbaren Planeten des Systems lebten, hatten einen technischen Rückstand von etwa 200 Jahren zu dem Zeitpunkt, das kann man so ungefähr sagen. Allein geschuldet der Tatsache, dass ihr Planet unwirtlicher war, dementsprechend Ressourcenabbau, Landwirtschaft und ähnliche Dinge gelitten hatten und damit auch die technische Weiterentwicklung. Für die Caldari war es natürlich ein ziemlicher Schock, als sie feststellen mussten, dass da quasi Aliens direkt nebenan lebten. Ein wenig gemildert wurde der Schock sicherlich dadurch, dass es sich auch um Menschen handelte
Und durch den Erstkontakt wurden die Kaldari in ihrer technischen Entwicklung von den Galente dann so etwa 200 Jahre quasi aufgeholt. Also die 200 Jahre, die sie zurück hatten. Innerhalb weniger Jahre oder Jahrzehnte wurden sie quasi angeglichen an den technischen Standard der Galente, was letzteren sicherlich später nochmal leid tun dürfte. Oder leid getan haben dürfte. Grammatikalisch korrekt. Die Galente hatten in der Zwischenzeit allerdings auch die interstellare Raumfahrt betrieben und andere Völker kennengelernt und begonnen, dort ihre ureigenen Werte von Demokratie, Freiheit, Individualismus und so weiter zu predigen. Sicherlich unterstützt durch ihr doch zumindest in diesem Bereich des Weltraums überlegene technischen Möglichkeiten. Und dementsprechend waren sie in diesem Sektor von New Eden die dominierende Kraft, was sie schließlich dazu veranlasste, die heute noch existierende Galente Federation zu gründen. Und eines dieser ersten Mitglieder und Gründungsmitglieder waren die Kaldari. Bei der ganzen Geschichte hatten die Galente, unterstellen wir ihnen das einfach mal, natürlich grundsätzlich mal hehre, altruistische Motive. Demokratie ist ja grundsätzlich mal nichts Schlechtes. Sie waren allerdings, sage ich mal, auf der PR-Schiene nicht besonders gut, denn wenn man allen Gleichheit und gleiche Chancen und gleiche Möglichkeiten predigt und ständig betont, dass man nicht besser sein will als alle anderen, ist es natürlich, sage ich mal, ein bisschen kontraproduktiv, wenn man das neue Staatenbild Galente Federation nennt und halt kein anderes Volk in dem Namen auftaucht oder halt auch sonst die überlegene Stellung der Galente hervortritt. Das ist vielen im Laufe der Geschichte dann sauer aufgestoßen und nicht zuletzt natürlich auch den Kaldari. Interessanterweise führte gerade diese Politik und auch ein weiteres Edikt, nämlich dass es die Kolonien automatisch halt der Föderation, also neu gegründete Kolonien automatisch der Föderation beitreten und ich will nicht sagen Abgaben oder Steuern oder also Mitgliedsbeiträge, sagen wir mal, zahlen mussten, weil den Kaldari jetzt nicht unbedingt für Begeisterung. In der Tat war es diese Form der Politik eigentlich, die dem Kaldari so ein bisschen auf die Idee brachte, die heute dominierende Mega-Corporations zu gründen, aus denen das Kaldari-Reich ja im Prinzip besteht. Und es brachte sie dazu, Kolonien heimlich zu gründen, außerhalb des Einflussgebietes der Föderation, um auf diese Art und Weise ja etwas für sich zu haben, nicht einfach alles mit allen teilen zu müssen. Das ist jetzt sicherlich vielleicht nicht unbedingt eine sehr lobenswerte Einstellung, aber im gewissen Maße verständlich, denn irgendwie wurden sie ja zu dieser Sichtweise und Politik getrieben, ohne jetzt wirklich groß Mitspracherecht zu haben. Denn Kaldari waren ja auch zahlenmäßig nicht besonders stark vertreten und politische Abstimmungen erfolgten mehr oder weniger nach Köpfen und dadurch, dass halt viele Kaldari auf diese geheimen Kolonien ausgewandert waren, konnte man denen ja schlecht irgendwie ein Stimmrecht geben, ohne dass halt aufflog, wo die Kolonien waren. Ist natürlich irgendwann trotzdem aufgeflogen, das Ganze gab Spannungen und beziehungsweise verstärkte noch die ohnehin bereits existierenden Spannungen und dementsprechend gab es dann politische Reibereien. So, hier sieht man es. Luminaire 6 ist Galente Prime, Luminaire 7 ist Kaldari Prime. Wenn man unser Sonnensystem zum Maßstab nehmen würde, schon ziemlich weit außerhalb gelegene Planeten. Ja, und wie das leider auch heutzutage
immer mal wieder der Fall ist, sobald es zu politischen Spannungen kommt, gewinnen oftmals dann leider halt auch radikalere Kräfte an Einfluss. Und genauso war es dann dementsprechend auch hier. Und ja, radikal bedeutet in dem Fall leider auch terroristisch. Und dementsprechend passierte es dann, dass eine Stadt auf Kaldari Prime, nein, die unter Wasser angebaut war und hauptsächlich von Galente bewohnt war, von kaldarischen Extremisten, Schrägstrich Terroristen zerstört wurde und praktisch die gesamte Bevölkerung von knapp 500.000 Menschen kam dabei ums Leben. Das ließ dann wiederum die Galente-Föderation nicht auf sich sitzen und erklärte dann den Separatisten sozusagen den Krieg. Und die Kaldari Navy konnte im Prinzip gegen diesen überlegenen Gegner nicht viel tun. Hier sehen wir jetzt also Galente Prime. Nicht viel anderes tun, als den Planeten zu evakuieren, denn man stellte taktische Meisterleistungen fest. Ups, wir haben unseren Heimat- und Hauptplaneten mit auf einmal mitten im feindlichen Gebiet. Ja, also nicht besonders clever das Ganze, aber letzten Endes erfolgreich. Ein berühmter Kaldari-Admiral, Tovil Toba, wenn ich es jetzt richtig weiß, nachdem auch diverse Dinge benannt sind, führte so ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Galente-Streitkräften und lockte sie weg, sodass Kaldari Prime, das alte Kaldari Prime, was wir jetzt hier sehen, evakuiert werden konnte und man und die Galente, die Kaldari, ihre Assets, ihre Zivilisten, ihr Militär in ihr heutiges Einflussgebiet oder das, was dazu werden wollte, zurückziehen konnten. Der Admiral wurde natürlich irgendwann gestellt, aber schaffte es dann durchaus noch einmal für Aufsehen zu sorgen. Und zwar ließ er sein Schiff, was, wenn ich jetzt richtig informiert war, ein Nyx-Klasse Supercarrier war, auf Galente Prime abstürzen und vernichtete dort eine weitere Stadt. Ich persönlich halte das jetzt nicht unbedingt für eine Heldentat. Dass er sein Volk gerettet hat vorher, war sicherlich eine. Und dass er die Evakuierung ermöglicht hatte. Aber dann diesen letzten Akt quasi zu begehen, ja, den man eigentlich auch nur als Terrorismus bezeichnen kann, aber im Krieg werden da ja gerne mal andere Bezeichnungen für gefunden. Ist meiner Meinung nach nicht besonders heldenhaft gewesen, aber wie auch immer, er hat es getan. Und man stellte dann irgendwann halt fest, dass man mehr oder weniger eigentlich gleich stark war. Und hier bei diesem Beacon bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob es das ist, was ich gesucht habe. Deswegen fliege ich jetzt auch noch mal dieses Kaldari-Monument an. Die Reiche hatten so ihre eigenen Probleme und auch die Gründung von Concord brachte einiges in Stabilität, sodass man irgendwann beschloss, sich nicht mehr gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Aber im Bewusstsein vieler war natürlich trotzdem die alte Heimat immer noch verwurzelt. So, gucken wir uns nochmal dieses Moment an. Das ist jetzt einfach nur ein Archaic Remainder of the Days of Old. Also von früheren Glanz und Gloria.
dachte tatsächlich, dass man etwas mehr sehen könnte. Es gibt nur Ruinen. Sehr schade. Ja, das Ganze hatte natürlich jetzt nicht damit seine Bewandtnis. Aber bevor wir da jetzt weiterreden, fliegen wir dann nochmal Galente Prime an. Denn wie gesagt, die alte Heimat haben viele Kaldari nicht vergessen. Und so kam es schließlich dann auch dazu, dass als wiederum neue und etwas radikalere Mächte an die Macht kamen. Dass dann tatsächlich die Militäroperation wieder begonnen wurde und man versucht hat, Kaldari Prime ja zu befreien, zu besetzen, je nachdem, wie man sowas denn immer nennen will. Das Problem war halt, Kaldari Prime befand sich immer noch natürlich mitten im Feindesgebiet, sodass hier eine ausgeklügelte militärische Operation erforderlich war, die auch glückte. Und als Resultat des Ganzen wurde dann auch ein Kaldari Titan im Orbit um Galente Prime, um Kaldari Prime stationiert, teilweise das ganze System besetzt, was natürlich so eine Art Geiselnahme aus Sicht der Galente war, auch im doppelten Sinne, denn auf Kaldari Prime lebten ja nach wie vor Galente, also zu dem Zeitpunkt eigentlich ausschließlich. Das Ganze führte noch zu weiteren Vor- und Zurück, zu weiteren Streitigkeiten. Letzten Endes wurde der Titan im Orbit von Kaldari Prime zerstört durch eine Gegenoperation der Galente und die Trümmer, die auf dem Planeten herunterregneten, richteten erneut wieder verheerende Schäden an. Auf dem Planeten selbst war es auch noch zu Infanteriegefechten zwischen den beiden Fraktionen gekommen. Und dann tatsächlich, man soll es nicht glauben, kam irgendwann mal die Erkenntnis, was wir hier so machen, ist vielleicht auch eher uncool, nicht so geil das Ganze. Und wie man sieht, weder Kaldari Prime noch Galente Prime haben irgendwelche auffälligen Orbitalstrukturen, besondere militärische Schutzmaßnahmen oder ähnliches. Beide Planeten befinden sich wieder fest in der Hand der Galente in ihrem souveränen Raum. Und die Beziehungen zwischen Kaldari und Galente sind, wie man anhand des Factional Warfare erkennen kann, immer noch nicht auf friedlichem oder normalem Niveau. Aber zumindest ist es kein ausgewachsener Full-Scale-Krieg zwischen diesen beiden Machtfraktionen. Und das wiederum ist der Grund, warum die zentrale Welt des Kaldari-Reichs eben nicht Jita ist. Das ist nur für die Capsuleers, für uns Spieler, sondern New Kaldari Prime. Und das ist dann auch der Grund dafür, warum New Kaldari Prime halt New Kaldari Prime heißt und die Geschichte seines Vorgängers Kaldari Prime und Galente Prime. Spektakuläre Blicke gab es diesmal jetzt leider eher weniger zu vermelden. Ich hatte eigentlich gehofft, dass man von dem Titan, der über Galente Prime abgeschossen wurde, vielleicht auch noch Trümmer sieht. Ich hatte mich vorher jetzt nicht vor Ort schlau gemacht, weil luminär nun fernab von allem liegt, was ich mir normalerweise an Systemen anschaue. Aber ich hoffe, dass die Hintergrundgeschichte euch trotzdem interessiert hat und würde mich freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, dann vermutlich wieder mit etwas mehr normalem Content. Bis dahin sage ich Tschüss und macht's gut, euer Casuality.